liebe Leute, heute ist wieder Samstag. Das heißt, wir machen heute weiter mit der Breaking Point Story. Wir sind in Capital 1, einige Monate später im Grand Prix von Australien. In der letzten Folge haben wir den Titel geholt. Und jetzt gucken wir mal, was es weitergeht. Oder wie es weitergeht. Aiden, Sie haben den Sprung in die Formel 1 geschafft, was niemand überrascht, der Ihre Karriere verfolgt hat. Jetzt steht das erste Formel 1-Rennen für Sie an. Ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das an? Ehrlich gesagt, Will, da habe ich das noch nicht so richtig verarbeiten können. Das Team gibt mir hier wirklich eine fantastische Chance. Es ist eine tolle Gelegenheit. Ein wahrer Traum. Also, meine Antwort ist, ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich sehe mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Musste ich mich schon ein, zwei Mal kneifen. Also, ja, es ist überwältigend. Aber auf der Strecke, mit dem Tempo, dem Lärm und dem Geruch, ist alles bei mir. Hoffentlich auf meine Performance. Und was sagen Sie zu Kaspar Ackermann? Fühlen Sie sich ein bisschen eingeschüchtert, einen so erfahrenen Teamkollegen zu haben? Immerhin ist das Ihre erste Saison in der Formel 1. Was sagen Sie? Wie stehen Sie beide zueinander? Ich habe Kaspar immer bewundert und ihn als Vorbild betrachtet. Die Wände in meinem Kinderzimmer waren tapeziert mit seinen Postern. Mein Traum war immer so zu sein wie Kaspar. Aber stattdessen fahre ich jetzt an seiner Seite. Das ist auch nicht schlecht. Ich lerne von dem Besten. Außerdem muss ja jeder mal klein anfangen, nicht wahr? Wie reagieren Sie darauf, dass Sie mit einem anderen Formel 1-Piloten verglichen werden, was ja ziemlich auf der Hand liegt? Er ist in der letzten Saison wie Sie jetzt von der Form 2 in die Formel 1 aufgestiegen. Was sagen Sie zu der Presse? Und zu den Fans, die Sie als den neuen Derben Butler bezeichnen? Den neuen Derben Butler. Das ist okay? Den alten brauchen wir nicht mehr. Du machst einen guten Eindruck. Sie mögen dich. Eine Sorge war umsonst. Danke. Das wird heute ganz bestimmt gut laufen. Ich weiß es. Mach einfach das gleiche wie in F2. Danke, Brian. Ich gebe mein Bestes. Gehen wir mal kurz ins Menü, weil Breaking Point, das können wir gar nicht umstellen, ne? Als ob sich
War ich anders geplant. Okay, na gut, dann müssen wir was machen. Gehen wir mal ins Rennen. Was geht's? Kopfrekordesfahren während des Rennens. Das ist der erste Teil, der uns heute ansteht. Irgendwas ist also passiert wahrscheinlich. Ja, vor den Augen der Welt des Teams Alfa Romeo, dass ich, wenn ich von ihm behaupte, statt wirklich Aiden Jackson sich gut behaupten zu können, die Möglichkeit bei seinem Debütrennen in Melbourne den Punkt abzuschließen und konzentriert sich auf das Rennen. Vorsicht! Aber da passiert schon. Klar, wie gesagt, das ist der alte F1-Zeilen, das ist der Ford von Ricciardo, der mal eben kurz noch im Renault hier sitzt. Ja klar, Ricciardo macht natürlich zu, der ist kann er ganz, ganz gut. Wir haben noch 9 Runden Zeit, wir müssen ein bisschen beeilen jetzt. Gerade Ackermann ist gut, dann noch 10. Ich muss aber jetzt mal an dem Renault hier vorne vorbei. Jetzt die angeschwärzte Ricciardo vor. Hab ihn. Jetzt über 13 schon. Aber Ricciardo lässt natürlich nicht auf sich sitzen. Der nächste wäre George Russell. Der nächste wäre eben jetzt schon David Butler. Davor ist ja die Kollege. Ja, aber jetzt haben wir David Butler kassiert im Alpha Tauri. Leichte Frontflügelschaden sind wahrscheinlich. Den Butler will ich mir noch kassieren.
der gleichen Ecke, wie er es probiert hat. So, jetzt haben wir noch einen Albatros. Davor ist noch ein Racing Point. Hat überholt. Ich bin in Top 10 now. Keep it up. 10er momentan. 9er. 5 Runden haben wir noch. Die heutigen Teamkollegen, die sich damit so kriegen. Zack. Mann! Das wäre mehr drin gewesen. Scheiße. Ja, ich meine. Bisschen zu viel gebollt. Wir haben wir mit 80 Sekunden schon. Ja, das ist es halt, ne? Ich muss jetzt wohl nicht da wieder ein bisschen aufgeschlossen bekommen auf die Veranstaltung. Aber das ist es halt. Ich wollte halt einfach zu viel. Ja, das wäre vielleicht mehr drin gewesen. Das wäre vielleicht das 6. gewesen. Aber mein eigener Fehler, ich wollte gegen den 2 ein bisschen zu viel. Was dann einfach nicht so eingeschlagen, dass das Auto so extrem beschädigt ist. Naja, das ist nicht schlimm. Aber wichtig ist, dass ich erstmal den mit dem Butler noch kassiere. Dem jetzt, nachdem wir da unseren Zusammenprall provoziert hat, da noch irgendwie was jetzt zu jetzt in die Punkte fahren zu lassen, möchte ich nicht. Also zumindest das eine Auto möchte ich noch. Das sind ein Pünktchen mich nicht.
Ah, noch nie. Ja, wir müssen da mal gucken, dass wir da vielleicht noch rankommen. Auf der Runde. Dann wäre es vielleicht wirklich immer noch doch noch mit 20 Kassen. Schade, ich hätte das Tänzen geklärt, vielleicht soll ich immer noch kassieren. Aber wie gesagt, ich wollte zu viel und das war meine eigene Schuld. Mal den Red Bull und den Racing Point davor. Dieser muss ich ein bisschen mehr aufpassen, weil der mir Albon, ja, der wollte nämlich. Wieder ging es toll an Déjà-vu. Diesmal verstehe ich es nicht, probiere es nicht. Weil ich hätte auch jetzt reinbringen können, aber wofür jetzt in der letzten Runde noch das Rennen wegwerfen? Dann nehme ich wieder lieber den 8. Platz mit. Da, nächste wäre Charlie Clare und kann das jetzt aber die werde ich nicht mehr kassieren. Die Abstände sind 7 Minuten gehalten, 2019 von Zuschauer bin ich auch hier. Hamilton kommt mitten auf der Grand Prix aus in Australien und wir wollen natürlich hier diesen 7. Platz von unserem Debüt zumachen. Das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen noch ein ziemlich Sehstoff geben. Das war
starten sie Saison. Das war ein faszinierendes Rennen hier in Australien. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich kann für den Zwischenfall eigentlich nicht. Da hat sich der Butler gut reingedrückt als Dritter. Wäre doch niemals passiert, dann hätte ich den gehabt und dann wäre es kein Problem gewesen. So, nach dem Rennen. Kapitän schließen wir heute auf jeden Fall noch ab, wenn es irgendwie möglich ist. Ich weiß noch nicht, ob wir es heute noch kriegen. Aber es wird normal. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem nächsten Kapitel hier bei F1 2021, wie auch immer, Breaking Point, in den Story Mode.